Jo und hallo auf dem Kanal, sind wir auf Live mit mir, den Digi-Helden und The Witcher 3, gespielt von dem Geralt. Ja, wir machen jetzt eine extra Mission nochmal, die will ich nochmal schnell dazwischen schieben, weil ich halt, ja, mit dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, ich drehe sozusagen nach. Also ich drehe nach, ja, weil ich halt zuvor durchgedreht bin, denn mir ist ja ein kleines Manöver passiert, was mir halt irgendwie durch den der Deba halt aufgefallen ist, beziehungsweise ihm ist aufgefallen, dass ich halt irgendwie so 10 Teile vergessen habe hochzuladen, und das ist ja im Prinzip gar nicht schlimm, nur leider hatte ich die auch gar nicht gerendert, aber das ist ja im Prinzip auch gar nicht schlimm, aber ich hatte die halt auch nicht geschnitten. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Schlimm war, dass ich halt einen Tag vorher die Rohdaten gelöscht habe. Das war halt dann irgendwie auf den Sonntag. Da habe ich halt mit mit Dre Deluxe aufgenommen. Und zwar 7 Days to Die. Was stehe ich eigentlich so rum? Und ja. Und hab daraufhin Platz gebraucht, also hab deswegen Platz gebraucht und dann halt hab ich dummerweise alle Daten gelöscht. Und deswegen muss ich die ganzen Scheiße jetzt irgendwie wieder aufnehmen. Das kann man ja bei The Witcher gut machen, weil du hast ja so Spielstände hier und dann kannst du halt irgendwie das dann irgendwie so, ja, die alte Spielstände halt laden. Deswegen ist halt alles nicht mehr so ganz, diese Kiste ist ganz schön im Boden versunken. Hier muss ein Magier gewippt haben. Deswegen ist halt irgendwie, ja, ich habe als irgendwie auch ein bisschen gespielt und ich komme jetzt irgendwie überraschenderweise auch ein bisschen schneller mit meinen, gib uns einen Koffer. Ja. Hier, warte. Hier. Das ist mein Winkel. Was? Ja, was soll ich sagen? Ja, ich, ist so, ich will, was? Ich hab doch eine, genau, ich wollte doch eine andere Quest zwischenschieben. Also echt. Und, ja, also ich spiele das halt irgendwie jetzt zweimal, komme halt irgendwie ein bisschen besser voran als vorher. Und hab jetzt irgendwie jetzt das mit dem Theaterstück schon geschafft. Da habe ich irgendwie das letzte Mal, also beim ersten Mal habe ich aufnehmen, habe ich halt 2 Folgen dafür gebraucht. Das mit den Looten und dann halt mit dem Theaterstück. Jetzt habe ich das irgendwie alles in einem abgefrühstückt. Und ja. Deswegen schiebe ich jetzt noch irgendwie eine Quest dazwischen, um einfach wieder auf mein, ja, wie soll ich sagen, Ding zu kommen, dass dann halt irgendwie das nächste Mal ist, dass ich halt die Rittersporn weiter befreien werde. Also, ich bin ja schon die ganze Zeit dabei, Rittersporn zu befreien, auch wenn man das auf dem Theaterstück Bühnendings nicht so gesehen hat, aber es ist tatsächlich so. Oh, scheiße. Warum kommen die denn alle her? Gibt es eigentlich auch irgendwie so eine Trophäe für Kopfschüsse? Arschloch! Das sind die Hurensöhne, ne? Ah! Oh, scheiße, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich verstanden! Ich versuche irgendwie ich versuche schneller zuzuschlagen als er. Er schlägt zu und dann schlage ich. Also schneller zu als er. Damit er halt irgendwie. Na, ihr kennt's ja, ne? Also damit er halt irgendwie in seiner Deckung offen ist. Nicht. Und ich muss allerdings sagen, ich bin ja jetzt auch ein bisschen schlechter wieder. Weil ich war ja vorher ein bisschen besser und das, ja, macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Man merkt halt, ey, war schon deutlich schneller das ist. Er hat es sich bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich mal zu ihm. Oh.
Ist auch ein bisschen blöd, wenn man halt irgendwie schon so vieles gesehen hat und so. Man will ja auch nicht alles verlabern. Aber, was soll ich sagen? Ich habe Triss eigentlich schon jetzt woanders erwartet. Es ist halt ein bisschen doof. Können wir reden? Oh, scheiße. Ja, Geralt? Ja, Triss. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Wir sollten das Thema wechseln. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Also ich persönlich finde Triss ja eigentlich viel... Wie soll ich sagen? Wenn ich Geralt wäre, ich würde hier diese Yennefer, die würde ich fortjagen. wirst du mal einen Blick auf diese Figur, ja. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Gott. Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit, ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Hey, es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Ja, sehr gut, Triss. Du fick dich mal wieder ab, ey. Aber ich würde die Figur gerne mal sehen. Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. Tatsächlich, du kriegst die Figur nicht gesehen, oder? Zeigen sie die Figur nicht? Was soll denn das? Hallo? Zeig mir jetzt sofort die Figur. Die Klamotten sehen so blöd aus. In Alan, Donna Ace. Koralle? Nein. Ich kann alles erklären. Koral? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus. Eine Täuschung. Wo bin ich? Gott, wo haben wir denn so ausgesehen? Das war doch nicht in Novigrad, muss ich sagen. Wer ist denn hier denn jetzt da? Diese japanischen Superritter da, die gerade über den Norden herfallen. Das komme ich nicht auf den Namen. Koral hat ihn also verzaubert. Sieht ihr ähnlich? Wenn es eine rachsüchtigere Zauberin gibt, kenne ich sie nicht. Tja, außer vielleicht... Koral ist nicht hier? Wenn das so ist, komm zu mir, Succubus. Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Ochsenfurt war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie... Eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Hier, nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. Ochsenfurt.
sahen die Magier im ersten Teil so aus? Boah, ich weiß es nicht. Oder war das irgendwie ein spezielles Land, wo die so aussahen? Tja. Naja, gut. Das war's dann erstmal. Was habe ich jetzt? Ich bin so fasziniert gewesen. Keine Ahnung. Es sieht aus wie das Versteck eines Vampirs, meinte sie. Ja, das war jetzt nicht so spektakulär, muss ich ja ehrlich gesagt zugeben. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Tja, ich fürchte, ich werde wohl noch eine Mission zwischenschieben müssen. Das geht nicht. Haben wir noch was Schönes aus Novigrad? Ja, neben Quest. Ja, die Quest kann ich natürlich machen. Allerdings muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, ich weiß, dass ich die schon gemacht habe. Und wenn ich die jetzt natürlich zu früh mache, ist das ja auch scheiße. Oh Mann, ey. Tja. Nutzt nix. Die habe ich tatsächlich später gemacht. Es tut mir leid, das ist alles jetzt irgendwie ein bisschen doof und so. Komm schon. Mit einem Stück zum Erfolg. Tja. Dann mach ich einfach hier weiter. Da geht's lang. Dann muss ich halt irgendwie sehen, dass ich das irgendwie anders hinkriege. So. Dass ich dann halt. Ich meine, ich habe ja 10 Teile, da habe ich. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich brauche ich für die 10 Teile, die ich mir jetzt irgendwie fehlen, brauche ich jetzt nur noch 7 oder 6. Ich mir schwant echt Böses. Rette mich. Ich sterbe. Ja, und dann werde ich zu ihm hingehen und sagt er, verpiss dich. Hilfe, rette mich, ich sterbe an Armut. Ja. Hast du meine Krone? Ja, hier! Hast du meine Krone? Ach, verpiss dich. Was ist denn los? Was ist denn los? Ey, hier! London, ich kann das gerade nicht aussprechen. Na gut, hier muss ich lange, jetzt habe ich das auch. Und dann. Backstage sozusagen. Ich weiß nicht, wen der sucht, aber hier findest du ihn nicht. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste bricht. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du. Alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt.
Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Oh. Du weißt, wie sie aussieht. Ich weiß, wie sie aussieht, aber Geralt weiß. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsam, mal ganz ehrlich. Dieser Menge war der Oberbefehlshaber dieser Hexen-Nazis und also zumindest Novigrad und es hat in deren Festung Platz, Palast, Ordensgebäude gar fürchterlich gebrannt. Ein Ereignis, was jetzt nicht unbedingt nur in Novigrad gesehen wurde. Abgesehen davon, dass es in Novigrad auch schon genug Leute gibt. Und der Verdacht, dass Menge da drin umgekommen, zur Schaden gekommen sein kann oder sonst irgendwas, liegt da nahe. Wie kann man dann irgendwie zu dem armen Tropf sagen, du brauchst keine Angst zu haben, niemand weiß, dass Menge tot ist, gehst einfach rein, Alter. Finde ich ein bisschen krass, finde ich ein bisschen. Geralt, das hätte ich nicht von dir erwartet. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt.
Wir könnten ein wenig Hilfe gebrauchen. Ich werde mit Dijkstra sprechen. Wenn er gut drauf ist, wird er uns ein paar Männer mitgeben. Wir würden es schaffen, wirklich. Nur mit meinen Jungs. Aber wenn du Sigi so sehr vermisst... Er ist derjenige, der mir wohlgesonnen ist. Das hat er vor kurzem gesagt. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Ja, die hübsche Priscilla war auch sehr großartig. Geralt! Naja, das reicht. Alles Gute. Man mag es, wenn der Name gerufen wird und dann darf sich die Frau auch wieder setzen. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich 3 Erfahrungspunkte gekriegt, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich werde mir Gedanken machen. 4. Ich habe 4 Erfahrungspunkte gekriegt und ich werde mir jetzt darüber Gedanken machen. Okay, jetzt habe ich schon 10 Erfahrungspunkte gekriegt und... Ja, dann werde ich mir jetzt darüber Gedanken machen... Okay. Ein Poeten, nö. No. Ja. Dann werde ich mir darüber Gedanken machen, wie ich die jetzt verteile und werde das dann kundtun im nächsten Teil. Ich hoffe, du bist dabei. Ich bin. Ja. Ich bin auf jeden Fall dabei und falls du irgendwie ein Däumchen für mich hast, bitte, ich würde mich freuen. Tschüss!